Guten Abend und herzlich willkommen zum Solotalk. Heute ist bei mir Remo Streit zu Gast. Er ist Präsident des Theater Mausefall in Solothurn und auch sonst vielseitig im kulturellen Bereich in der Stadt engagiert. Guten Abend, Herr Streit. Guten Abend. So, immer die einführende Frage in unserem Talk ist, was Solothurn für Sie bedeutet. An was denken Sie, wenn Sie an Solothurn denken? Solothurn ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, oder in der Umgebung, wo ich meine Jugend verbracht habe und somit eigentlich auch meine Heimat. Und es ist ein Ort, wo ich, auch wenn ich mal weggehe, immer wieder gerne zurückkomme. Sie sind ja vielseitig im kulturellen Angebot der Stadt engagiert. Was muss man Ihrer Meinung nach, wenn man Solothurn ist, unbedingt gesehen haben? Ich denke, es hat ein kulturelles Erbe, das man unbedingt gesehen haben muss. Das fängt an bei den Gebäulichkeiten, bei der Altstadt, bei der Architektur, aber auch auf der Arena-Schlucht. Vom heutigen kulturellen Angebot gehört eigentlich die ganze breite Kulturlandschaft dazu, wo man insbesondere dann, wenn man hier wohnt, eigentlich unbedingt besuchen soll. Und ich möchte jetzt mal ein paar Jahre zurückschauen. Sie machen momentan Ihren Master in Youth. Und wussten Sie schon von Anfang an, dass es Sie in diese Richtung verschlägt? Nein, ich wollte eigentlich zuerst Medizin studieren. Ich habe dann irgendwie ein bisschen Angst bekommen vor diesem Studium. Und habe dann den Weg ausgewählt. Ich arbeite aber heute auch in meinem Spital. Das ist vielleicht gar kein Zufall. Ja, dass das jetzt so gekommen ist, dass Sie im Spital arbeiten. Davor haben Sie ja relativ viele andere Jobs gemacht. Unter anderem auch haben Sie in einem Bestattungsinstitut mitgearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da so die Eindrücke? Das sind sehr vielseitige Eindrücke. Es ist aber nicht so makaber, so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man hat sehr viel mehr mit Behörden zu tun, mit Pfarreien, Friedhofsorganisationen zu tun und natürlich mit den Angehörigen. Das ist so der Hauptteil des Jobs. Die Betreuung der Angehörigen, das Erledigen von Formalitäten, Überführungen machen. Und eigentlich nur vom Zeitaufwand her gesehen, ist die Versorgung des Leichnams oder das Einsargen eigentlich nur ein sehr kleiner Teil. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt man dann abends nach Hause und hat diese ganzen Bilder und Eindrücke noch im Kopf? Oder kommt man nach Hause und sagt, so, jetzt ist der Tag abgeschlossen, jetzt muss ich diese Bilder aus dem Kopf bekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das noch ziemlich kompliziert ist, wenn man das jeden Tag macht. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es ist von Bestatter zu Bestatter unterschiedlich. Und ich denke, es ist auch noch mal von Todesfall zu Todesfall unterschiedlich. Es gibt schon Schicksale, die mehr berühren als andere. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Ein trauriger Teil für die Angehörigen, aber etwas, was dazugehört und was ich so akzeptieren kann. Darum ist es mir, glaube ich, auch einigermaßen leicht gefallen, mit diesen teilweise harten Schicksalsschlägen auch umzugehen. Und ich habe das dann auch nicht wirklich mit heimgenommen. Sie haben ja noch in der Alterspflege als Pizzakurier oder als Nachtportier gearbeitet. Genau. An was denken Sie da gern zurück und an was weniger? Ich denke, es hat alles immer einen gewissen Aspekt, den man mitnehmen kann für spätere Tätigkeiten. Jetzt ein Pizzakurier oder so, oder ein Nachtportier, das war ein Job, den ich während dem Studium gemacht habe. Dort ging es wirklich primär darum, Geld zu verdienen. Was mich mehr geprägt hat, ist beispielsweise eben gerade die Arbeit im Bestattungsinstitut. Ich habe aber auch viel mitnehmen. Ich habe auch im Verkauf gearbeitet, in einem Möbelgeschäft. Die Verkaufsgespräche, was man hier lernt, das ist auch wieder ein Teil, den man irgendwie mitnimmt in jede Tätigkeit, die man später macht. Und Sie arbeiten ja wirklich sehr vielfältig im Bürgerspital, sind in diversen Organisationskomitees und Präsident von der Theater Mausefall. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie schafft man das? Das erfordert ein gewisses Zeitmanagement und es erfordert ein Umfeld, das ihn unterstützt und das auch akzeptiert, dass man halt nicht immer Zeit hat oder vielleicht zu sehr speziellen Randzeiten mal Zeit hat. Es ist aber auch so, dass ich in all meinen Tätigkeiten wirklich ein sehr gutes Team im Rücken habe, jeweils von Leuten, die einerseits wirklich fachkompetent sind und andererseits auch wirklich sozial kompetent. Und es macht einfach enorm Spass, sonst würde ich es auch nicht machen. Wie sieht so eine typische Woche bei Ihnen aus?
Also die Tage sind relativ geregelt. Das ist wirklich so ein 8-to-5-Job, wo ich im Bürgerspital Solothurn bin und meine Tätigkeit dort nachgehe. An den Nöben ist es dann unterschiedlich. Das sind einerseits Theaterproben, weil ich selber auch Theater spiele, oder teilweise auch Regie mache. Es sind aber auch Vorstandssitzungen oder Projektsitzungen für irgendein kulturelles Projekt, das ich innerhalb der Musenfalle mache oder auch außerhalb. Und in der Regel ist dann so ein Oben auch wirklich noch für mich oder für meine Kollegen oder Freundinnen oder so. Ich möchte jetzt vor allem auf das Theater Mausefalle zu sprechen kommen. Was ist das Besondere daran? Was unterscheidet das Theater Mausefalle von anderen Theatern? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sind ein Team von etwa 55 Leuten. Es macht enorm Spass, innerhalb von diesem Team tätig zu sein. Wir haben lauter engagierte, vielseitige Leute dabei mit ganz einem individuellen Hintergrund. Und wir haben einen wahnsinnig guten Drive. Und ich glaube, diesen Drive bringen wir über. Wir machen alles in unseren Räumlichkeiten selber, wir machen unsere Bühnenbilder, unsere Technik selber, wir entwickeln die Stücke selber. Und in jedem von diesen Teilen, in jeder Facette spürt man die Energie, die überkommt. Und wir sind keine Profi-Schauspieler, aber wir haben vielleicht gerade das herzliche Element, das eben der Zuschauer dann auch spürt. Ja, vor dem Amt als Präsidenten eben, haben Sie ja gesagt, haben Sie selber geschauspielert. Wie ist es dazu gekommen? Ich bin damals noch an Kanti in Solothurn gegangen und dort hat es einen Theaterfreikurs von Herrn Fischer. Er ist der Gründer von diesem Theater und heutiger Ehrenpräsident. Und ich bin zu ihm im Theaterkurs, wie das fast die meisten gemacht haben, die heute auch noch bei uns aktiv sind. Und was heisst eigentlich der Name Mausefalle? Woher kommt der? Das ist ein Stück von Agatha Christie. Und das ist das erste Stück, das man damals in der ersten Mausefalle, also das erste Stück, das man in der ersten Mausefalle gespielt hat. Und man hat dann nach dem Theaterstück eigentlich auch die Lokalität benannt. Und wir spielen jetzt immer zum Jubiläum. Das ist das nächste Mal. Nächstes Jahr spielen wir dann auch das Stück. Und die Mausefalle ist jetzt ja nach Zuviel umgezogen. Mhm. Was sind da die Unterschiede zum alten Standort? Wie haben Sie sich dort eingelebt? Mausefalle ist gewissermaßen erwachsen worden. Wir haben jetzt eine Infrastruktur, die wirklich auf unsere Bedürfnisse als Laienschauspieler eingestellt ist. Wir haben eine professionelle Bühne, wir haben viele grosszügigere Möglichkeiten, hinter der Bühne zu arbeiten, zu lagern, zu werken. Wir haben bessere Raumhöhe. Unsere Zuschauer sehen wirklich von jeder Sitzreihe aus perfekt auf die Bühne. Auch die restliche Infrastruktur, das fängt bei der WCA und geht über das Feuer, sind wirklich abgestimmt auf neue 100 Zuschauerplätze, nicht mehr 70. Und ja, man merkt es, wenn man reinkommt, es ist wirklich erwachsen worden, es ist professioneller geworden vom Auftritt her. Was hat. Weshalb muss man in nächster Zeit unbedingt mal ins Theater Mausefalle kommen? Man muss nicht nur in nächster Zeit ins Theater Mausefalle kommen, sondern regelmässig. Wir haben etwa 10, 11 Inszenierungen im Jahr. Zusätzlich noch Sachen wie Poetry Slam, die wir mit der Kulturfabrik Kofmel machen. Und je nachdem, wer so eine Inszenierung anreist und wer auch der Autor ist von diesem Stück, sind das sehr unterschiedliche Inszenierungen. Und anders, als das vielleicht bei diesen Theatern in der Schweiz der Fall ist, bedienen wir nicht einfach ein Genre. Oder man kann nicht sagen, die Inszenierungen im Mausefalle, die haben diesen Touch oder diese Färbung, sondern es ist wirklich von Inszenierung zu Inszenierung sehr unterschiedlich. Wir haben Klassiker, die wir absolut ins Moderne übersetzen. Wir haben das bei Kabale und Liebe vom Schiller gemacht. Wir haben aber auch Stücke wie das, was jetzt kommt, Bunbury von Oscar Wilde. Das ist ein 100-jähriges Stück, das wir sehr zeitgemäss, also in dieser Zeit spielen, mit alten Kostümen und so. Wir haben moderne Komödien, wir haben Kriminalkomödien, wir haben Krimis. Also es alles ist dabei. Eine wahnsinnige Bandbreite, die wir anbieten. Eigentlich. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für das Theater? Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass der Drive, den wir haben, dass der beibehalten wird und dass wir auch junge Schauspieler nachrekrutieren können, die auch künftig bereit sind, auch neben der Bühne noch Aufgaben zu übernehmen, sodass das Theater, das mittlerweile eine fast 40-jährige Geschichte hat, auch noch weitere 40 Jahre erlebt und weiterhin auch Zuschauer kann begeistern. Und dann hört man Ihnen bei jedem Satz raus, dass Ihnen Kultur sehr wichtig ist. Mhm. Was sagen Sie zum Kulturangebot in Solothurn? Es ist sehr reichhaltig. Es gibt eine Vereinigung Solopool, wo wir auch Mitglied sind. Und ich finde, das ist sehr ein wichtiges Gefäß, wo sich die Kulturanbieter zusammengeschlossen haben, die sich austauschen können. Und wenn ich dort an eine Sitzung gehe, sehe ich wirklich immer
das wird immer wie grösser, die Runde, oder, wo wir dort zusammensitzen. Und es ist wirklich eindrücklich zu sehen, was alles angeboten wird. Und ich finde das auch sehr gut so. Und was fehlt noch am Kulturangebot? Können Sie, wenn Sie irgendwas, sagen wir mal, erfinden können, was noch dazukommt, was wäre das? Ich glaube, ich würde gewisse Sachen, oder für gewisse Sachen eine Plattform, eine räumliche Plattform bieten. Was, für was zum Beispiel? Wir bekommen immer wieder Anfragen für das von Dabi Atelier, wo irgendwo etwas arbeiten möchten oder ausstellen für Galerien. Wir sehen Bands, die gerne einen Bandproberaum bei uns machen oder so. Und mir fehlt so ein bisschen das Kulturzentrum, das neben der Kulturfabrik Kaufmau, die ja vor allem auf musikalisch ausgerichtet ist, einfach Raum bietet, Raum für eben, wo Ateliers drin sind, wo Bandproberäume drin sind, wo eine Bühne drin ist, wo man alles machen kann, mögliche, vom Fachvortrag über ein Theater oder irgendeine Tanzshow oder so. Und die räumliche Plattform, so ein Zentrum, das ist das, was ich mir noch würde wünschen für Solothurn. Denken Sie, dass es umsetzbar in der nächsten Zeit? Ja, das ist eine Kostenfrage. Und im Moment argumentiert jeder Sponsor mit der Wirtschaftskrise. Es ist schwierig, so viel Geld zusammenzubekommen für Kultur. Aber ist Kultur nicht eigentlich das Erste, woran man denken sollte? Unterschiedlich. Man kann halt zuerst an Gesundheit oder an Bildung denken. Ich denke, das ist sehr individuell, wer wo seine Schwerpunkte setzt. Für mich persönlich ist es sehr etwas Wichtiges. Und ich denke, dass so eine Infrastruktur wirklich würde die Kultur auch günstiger machen unter dem Strich, auch wenn es eine gewisse Investition braucht. Was wünschen Sie sich für die Jugendlichen in Solothurn? Wie sollte, sagen wir mal so, das kulturelle Angebot, vor allem für die Jugendlichen, wie könnte man das erweitern oder sehen Sie da Handlungsbedarf, wo man noch was verbessern könnte? Man sollte die Aufklärungsarbeit betreiben. Ich habe das Gefühl, das Wort Kultur oder auch das Wort Theater ist sehr etwas Verstaubtes. Das klingt nach alten Leuten und so. Das sollte man ein bisschen wegbekommen. Man sollte wirklich probieren, Leute reinzuholen und wirklich etwas Altersgerechtes zu bieten, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir bieten zum Beispiel Unterricht an, gerade für Jugendliche, die gerne Theater spielen wollen. Und ich denke, alle Institutionen sollten sich öffnen für die Jugend und ihnen zeigen, dass sie eben nicht so eine verstaubte Institution sind. Und wenn Sie an den Ausgang jetzt denken, wo es neben der Kulturfabrik Hofmehr für die, sagen wir mal, unter 20-Jährigen ziemlich schwierig wird, sehen Sie da Handlungsbedarf? Ja, durchaus. Ich selber bin auch hier aufgewachsen und für mich hat es auch einfach vor allem die Kulturfabrik Kaufmau gegeben, für mal in Ausgang zu gehen. Und ich bin heute noch Fan vom Kaufmau, aber es mögt manchmal schon etwas Zweites oder eben Drittes oder Viertes verleiden nebendran. Ja, das Ende Ihres Studiums ist jetzt eigentlich in Sicht. Wo sehen Sie sich in der nächsten Zeit? Was gedenken Sie nach Ihrem Studium zu machen? Ich werde wahrscheinlich weiterhin im Non-Profit-Bereich tätig sein. Das kann einerseits in einem Theater oder in einer kulturellen Institution sein oder eben in einem Spital, wie ich jetzt bin. Ich glaube schon, dass dort irgendwie auch, wenn die zwei Sachen auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, liegt irgendwie dort wahrscheinlich meine Stärke oder meine Passion oder meine Freude. Und irgendwo in diesem Bereich werde ich tätig sein, aber ich denke jetzt gerade in nächster Zeit, auch nach dem Abschluss, werde ich nicht so viel ändern. Denken Sie, dass so ein, sagen wir mal, kulturell angehauchter Job, wie Sie ihn machen, sagen wir mal, zeitlich, altersmäßig begrenzt ist? Nein. Dass es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo man sagt, jetzt möchte ich das nicht mehr machen, jetzt möchte ich was ganz anderes machen. Nein, absolut. Können Sie sich nicht das vorstellen? Nein. Ich habe das Gefühl, die Konsumenten von Kultur haben wirklich, können in jeder Altersklasse sein. Das sieht man auch in sehr innovativen Altersheimen, die Kultur als Bestandteil von ihrem Haus machen und das wirklich anbieten für ihre Pensionärinnen und Pensionäre. Und genauso können Kulturanbieter jedes Alter haben. Jetzt eigentlich noch eine abschließende Frage. Was sagen Sie zum Neubau des Bürgerspitals? Das ist sicherlich eine komplizierte Frage, aber da hätte ich doch wirklich gerne eine Antwort drauf. Ja, das ist noch schwierig. Ich bin natürlich in zwei Funktionen. In dem Sinn, einerseits bin ich Mitarbeiter vom Bürgerspital, von der Direktion vom Bürgerspital und andererseits bin ich auch Bürger von Solothurn. Und ich kann wirklich aus beiden Perspektiven sagen, wir brauchen den Neubau. Aus welchem Grund? Es ist schwierig, so einen einfachen Slogan oder Grund zu sagen, warum es den Neubau braucht. Die Gründe sind sehr vielschichtig. Und wenn man den 340-Millionen-Bau anschaut, dann ist eigentlich die hinterlegte erste Frage, ist, braucht es überhaupt ein Spital in Solothurn? Und da haben zahlreiche Untersuchungen gezeigt, ja, es braucht eins und es braucht eins in dieser Grösse.
Und wenn es eins braucht, ist dann die Frage, braucht es ein neues oder kann man das alte sanieren? Und da hat man wirklich sehr viel Energie reingesteckt, um das zu untersuchen und hat gemerkt, nein, es braucht einen Neubau. Es ist günstiger, einen Neubau zu machen. Nicht nur vom Bau her, auch von den Abläufen her. Und ich bin wirklich absolut von dieser Sache überzeugt und ich hoffe natürlich, dass das angenommen wird vor dem Volk. Nicht nur, weil ich im Bürgerspital arbeite, auch weil ich in den nächsten 40 Jahren vielleicht mal ein Gebrechen habe und selber mich muss im Bürgerspital behandeln und froh wäre, wenn das eine effiziente und patientenfreundliche Institution ist. Können Sie sich vorstellen, neben Ihrem Engagement in der Theatermausefalle und im Bürgerspital, können Sie sich da noch was anderes vorstellen? Ja. Und was wäre das? Ich weiß es nicht. Aber ich bin immer noch auf der Suche. Also ich habe immer noch das Gefühl, es würde noch so ein bisschen etwas gehen. Vor allem zeitlich, also eben Projekte, die zeitlich begrenzt sind. Ich bin immer offen für solche Sachen und wirklich quer durch alle Themengebiete durch, immer auf der Suche. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück auf Ihrem Merci weiteren Lebensweg und danke fürs Kommen. Noch Ihnen danke ich, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und Einschalten heute beim SoTalk. Und ich hoffe, wir können Sie nächste Woche wieder begrüßen. Vielen Dank.